Es sind nur noch wenige Meter bis zum Ziel. Angermeier führt, aber er muss beißen. Er ist eigentlich mausetot. Oblomow kommt wie aus dem Nichts angeflogen. Was für ein Finish des Russen. Hat Angermeier keine Chance mehr gegen den exzellenten Sprinter. Doch das gibt's ja gar nicht. Der Russe erleidet eine Zerrung. Er sackt zusammen. Angermeier hat ihn mit seiner bayerischen Kraft richtig gehend fertig gemacht. Was für ein Finale. Hitchcock hätte es nicht besser gestalten können. Die Überraschung ist perfekt. Angermeier vorn. Aber eigentlich hatten wir das erhofft. Der Toni gewinnt auf seiner Hausstrecke in Garmisch-Partenkirchen.